Willkommen zu einem neuen TechView Vlog und wie ihr hier unschwer erkennen könnt, geht es um das MatePad Pro und ich habe da eine geile Funktion entdeckt im Zusammenhang mit meinem Mate 30 Pro. Gibt es nämlich die sogenannte drahtlose Projektion oder Wireless Display, die man benutzen kann, um zum Beispiel zwischen dem Mate 30 Pro und dem MatePad Pro Daten auszutauschen oder einfach mal ja, das Mate 30 Pro mit dem MatePad Pro zu verbinden. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist hier in den anderen Android-Einstellungen herunter zu scrollen und sagen mehrfach Bildschirm Co. Ich weiß nicht, was wahrscheinlich kopieren geht es da weiter oder sowas. Wenn man da drauf klickt, wird man nochmal gefragt, dass man bestimmte Sachen zulassen muss. Wenn man das gemacht hat, kommt dieses Fenster und da gibt es halt eben die Kurzbeschreibung, wie das Ganze funktioniert mit der mehrfachen Kooperation und das wollen wir jetzt hier auf dem Mate 30 Pro dann auch einrichten. Und ihr seht, das kommt auch automatisch hoch, wenn ich mein Mate 30 Pro da in die Nähe halte und sage dann einfach, okay, ich möchte mit meinem MatePad Pro verbinden, muss jetzt einfach nur noch auf dem MatePad Pro sagen, ich möchte das zulassen und schon habe ich mein Display ganz einfach projiziert vom Mate 30 Pro auf das MatePad und das läuft in einem eigenständigen Fenster. Das Fenster kann ich hinschieben, wohin ich möchte und das System einfach benutzen. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist, ich kann mein Android-System auf dem Tablet auch weiterhin benutzen und habe jetzt hier zum Beispiel einige Ordner und möchte zum Beispiel jetzt in meinen Bilderordner einfach eine Bilddatei rüber kopieren auf mein MatePad. Ich sehe gerade, die Sonne ist aufgegangen, dann seht ihr nicht aufgegangen, aber so, der Weißabgleich ist ein bisschen hin. So, jetzt ist es glaube ich besser. Was ich jetzt machen kann, ist ganz einfach zu sagen, ich möchte eine Datei rüber kopieren. Oh, Weißabgleich. Eine Datei rüber kopieren und das mache ich, indem ich einfach hier sage, okay, ich nehme die Datei hier und ziehe sie einfach rüber auf mein MatePad Pro und ihr seht, schwuppdiwupp ist diese Datei mit, ist in dem Fall ein Screenshot von einem VPN-Server von NordVPN, einfach rübergeschoben. Das kann ich mit vielen verschiedenen Dateien machen, nicht nur mit Bilddateien. Das ist aber nicht das Einzige, was ich machen kann. Ich habe ja auch die Navigationsleiste. Es kann sein, es ist etwa überbelichtet, aber ihr habt ja der normale Android-Navigation zurück, Home und Multitasking. Ich kann zum Beispiel auf Multitasking klicken und dann zur letzten Anwendung wechseln, zum Beispiel zur Musikanwendung. Ich kann jetzt sagen, ich möchte das abspielen. Das Tolle an der ganzen Geschichte ist, das spielt jetzt nicht über diesen mickrigen, einfachen Lautsprecher des Mate 30 Pro. Naja, ich habe ihn jetzt etwas verunglimpft, aber naja, es spielt nicht darüber, sondern es spielt jetzt über die vier Stereo-Lautsprecher, die ich jetzt habe hier vom MatePad Pro. Und das ist richtig, richtig toll. Und hinter nix nutzt der Spind, mir nach Ost wie Kron. Allzu viel darf ich davon nicht abspielen, aber ihr merkt so ein bisschen, in der Karnevalsstimmung kommt langsam auf. Das ist also möglich. Ich kann das Fenster frei verschieben, wohin ich es möchte und kann dann weiterhin arbeiten. Das ist eine tolle Geschichte. Ich kann das aber auch im Hintergrund einfach laufen lassen, wenn ich beispielsweise auf Anrufe, auf Textnachrichten und so weiter reagieren möchte, die auf meinem Smartphone ankommen. Dazu klicke ich den Minimieren-Button an und das verschiebt sich an die rechte Seite und ich kann dann weiter wunderbar arbeiten und kann zum Beispiel hier meine Dokumente öffnen und dort weiter umarbeiten, wenn ich dann möchte und kann dann immer, wenn irgendwie was kommt und irgendwie was angefragt wird, kann ich sagen, okay, hier Smartphone kann ich weiter steuern. Das Tolle an der ganzen Geschichte ist, wenn ich beispielsweise mal auch Texte schreiben möchte, beispielsweise mal nach was suchen möchte. Ihr seht, ich habe hier die Tastatur des MatePad Pros angeschlossen. Es kommt keine virtuelle Tastatur hoch, obwohl das auch standardmäßig der Fall wäre. Aber weil ich die virtuelle Tastatur ausgeschaltet habe, weil ich ja eine physische Tastatur habe, kann ich ja auch einfach tippen. Und ich kann jetzt zum Beispiel W tippen und sehe dann hier ein paar Sachen, wie beispielsweise Wall Heaven. Und da kann ich mir dann Bilder runterladen. In dem Programm kann das einfach benutzen und wenn eben eine App da ist, die eben nur für Smartphone optimiert ist, kann ich das hier weiterhin wunderbar nutzen, kann Daten rüber kopieren, gerade bei größeren Bilddateien oder Videodateien auch, wenn ich hier Videos aufgenommen habe mit meinem Mate 30 Pro. Ihr seht auch, das Display hier ist an, hier ist es nicht an, das heißt, es gibt auch einen Stromsparmodus für das Smartphone selber. Das ist schon eine sehr clevere Geschichte, die Huawei da zusammengebastelt hat. Es gibt noch mehr Informationen, wenn man auf den Info-Button klickt. Das war jetzt hier der Info-Button der App. Ich dachte, das sei der Info-Button für
Die Projektion, nee. Auch die Funktionalität habe ich hier. Ich kann auch sagen, okay, ich möchte das trennen. Oder ich kann sagen, Audio und Video auf Telefon umschalten, gerade wenn ich hier gerade einen Anruf entgegennehme und dann weiter nach draußen gehen möchte und das MatePad Pro nicht mitnehmen möchte, ist das durchaus möglich, gerade wenn ich gerade am Arbeiten bin oder sowas oder in der Uni in einem Hörsaal den Telefonanruf angenommen habe und dann schnell rausgehen möchte. Das ist also auch möglich. Also wirklich ziemlich clevere Geschichte. Und wenn ich dann ein Foto habe zum Beispiel, was mir gefällt und ich das runterladen möchte, kann ich das runterladen. Und wenn ich dann, wenn ich es runtergeladen habe, kann ich einfach sagen, okay, ich möchte das rüberziehen und kann das dann auch einfügen in zum Beispiel meinem Office-Dokument. Das funktioniert so natürlich jetzt nicht, sondern ich muss tatsächlich das Foto öffnen. Dazu klicke ich hier einfach mal auf Download Manager, ist das Foto auch schon, und könnte das dann einfach rüberziehen. Ich muss einfach nur einmal zurückgehen, wahrscheinlich in den Dateimanager hineingehen und dann kann ich es einfach rüberziehen. Öffnen wir einfach mal spaßeshalber eine andere Datei. Und dann zeige ich euch das Ganze nochmal, auch wieder mit der gleichen Datei vielleicht. Ich kann also die Datei rüberziehen und dann theoretisch auch hier in das Office-Programm hineinziehen. Und das müsste dann auch funktionieren. Kann sein, dass ich das Office-Programm jetzt aktualisieren muss, damit das funktioniert. Aber in der Theorie funktioniert das damit auch. Ihr habt es ja im Dateimanager auch gesehen, dass das da wunderbar funktioniert. Also ein wirklich tolles Feature. Hier an der einen oder anderen Stelle müsste noch was dran gearbeitet werden, damit das besser optimiert wird. Aber das ist wirklich schon eine tolle Geschichte, die Huawei da zusammengebastelt hat. Also wenn ihr sowas benutzen möchtet, findet ihr das aktuell, glaube ich, nur im MatePad Pro. Die mehrfache Bildschirmkombination oder Kopieren, Aktion, ich weiß nicht, was das heißt, ist sie abgeschnitten, aber wirklich eine tolle Geschichte. Und natürlich habt ihr da auch hier, wenn ich mal runtergehe, auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte Audio-Video auf das Telefon umschalten, falls es notwendig wird. Ja, das soll es gewesen sein für diesen kurzen TechView-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.